Hallo. Hallo. Jakob? Linda? Komme! Wo ist denn Petra? Wo ist denn Petra? Was ist denn das für eine Begrüßung? Linda, ich habe weder Geburtstag, noch Hochzeitstag, noch bin ich krank. Ich mag dich einfach, das soll's doch gehen. Vielleicht hätte ich dich sogar heiraten sollen, als du noch frei warst. Also, wo ist sie? Sie gibt einen ihrer zahlreichen Floristikkurse. Es ist Mittwoch. Sie sollte längst da sein. Ach so, ja, Mittwoch. Wolltest du was Besonderes? Nein, nichts Besonderes. Nur mal vorbeischauen. Ciao. Ja. Was sagten Sie? Da kann ich doch nur lachen. 13%. Wissen Sie was? Da gehe ich doch gleich zur Konkurrenz. Da kriege ich es für 8,5. Ja? Ja, ist gut. Wir sprechen noch drüber. Wiederhören. Kann Ihren Mann nicht erreichen, tut mir leid. Dann ist er wohl wieder auf dieser blöden Betonbaustelle. Versuchen Sie es nachher nochmal bitte, ja? Schwerin Immobilien, guten Tag. Hotel Odeon, guten Tag. Hören Sie, ich hätte gern Frau Ballmann gesprochen. Ballmann, Ballmann, Ballmann. Bei uns ist keine Frau Ballmann abgestiegen. Sie ist aber da, sie war schon oft bei Ihnen. Bitte, es ist dringend. Es tut mir leid, Madame. Es soll Ihnen nicht leid tun, Sie sollen sie mir geben. Vielleicht ist sie auch unter dem Namen Schwerin bei Ihnen. Ach so, die. Ja, die Herrschaften sind schon gegangen. Ach, das kann nicht sein, Ihr Wagen steht hier vorm Hotel. Ist aber so. Guten Tag. Schwerin? Bitte? Sind Sie Frau Schwerin? Nein. Dürfen wir reinkommen? Wir hätten die Dame gern gesprochen. Augenblick, ich hole Frau Schwerin. Sie ist auf der Terrasse. Lassen Sie nur, wir gehen selbst raus. Thank you.
Was ist mit Bremsspuren? Gibt's keine, der ist voll da rein. Dann schafft ihn mal in die Werkstatt. Was ist, wenn wir das Projektil nicht finden? Das müsste aber. Wenn das da unten im Wasser liegt, kannst du es vergessen. Die beiden sind verheiratet, aber nicht miteinander. Ihr Mann wird gleich da sein. Die Kollegen haben uns da schon abgenommen. Ich weiß nicht, ob mir das recht ist. Wer ist der Mann? Er heißt Tillmann Schwerin, Steuerberater Immobilien, 40 Jahre alt. Die Waffe, mit der er die Frau erschossen hat, ist eine 38er. Woher weißt du denn, dass er die Frau erschossen hat? Nur ein Ansatz, Leo, ein möglicher Ansatz. Tja, Leo, was soll ich dir viel sagen? Sag's trotzdem. Er ist einfach ertrunken. Was? Stimmt, das Fenster des Wagens stand offen. Ja, er hat sich regelrecht ertränkt. Und vorher... Ja, weiter? Hat er sie erschossen. So wie es aussieht. Sprechen. Wozu? Ich bin Hauptkommissar Kreis, Mordkommission 2. Hat er sie umgebracht? Warum hat er meine Frau getötet? Tut mir leid, im Moment wissen wir noch gar nichts. Sie lieben eine Frau absolut. Sie sind 10 Jahre mit ihr verheiratet. Plötzlich ist sie tot. Und Sie stellen fest, habe ich nichts von dir gewusst? Petra? Überhaupt nichts. Kann ich Ihnen das zumuten, dass Sie sich den anderen Toten auch ansehen? Es ist, als ob es den anderen Menschen gar nicht gegeben hätte. Haben Sie Kinder? Nein, wir haben keine Kinder. Mein Gott, bin ich froh, dass wir keine Kinder haben. Wer ist der Mann? Sie kennen ihn nicht? Nein. Ist er Ihr Liebhaber? Warum tötet er Sie dann? Erschossen. Hat er? Sie wissen auch nicht, warum. Frau Schwerin, unser Beileid. Frau Schwerin, haben Sie irgendetwas von dieser Beziehung gewusst, wenn es denn eine war? Mein Mann wollte zu einem Klienten. Und Sie, Herr Ballmann? Meine Frau gibt Floristikkurse. Gab...
Haben Sie beide sich vorher jemals gesehen? Wenn Sie wollen, bringen wir Sie nach Hause. Mein Gott, die fühlen sich, als hätte man sie selber umgebracht. Werner! Du kannst mal den Toten auf Schmauchspuren an den Händen untersuchen lassen. Vielleicht gibt's ja Einsprengungen in der Haut. Hätte ich sowieso, Leo. Er will nicht glauben, dass der Mann die Frau erschossen hat. Die Waffe ist auf seinen Namen registriert. Woher weißt du das? Henrik hat sich schon schlau gemacht. Ich hab schon gehört, was passiert ist. Ich bitte natürlich da. Ja, meine Schwester ist natürlich durch den Schock sehr, sehr. Naja, wissen Sie, kann sich ja vorstellen. Ihr habt das alle gewusst! Alle! Was ist jetzt eigentlich unser nächster Schritt? Ganz einfach feststellen, was wirklich passiert ist. Wo kommt die Waffe her? Was wissen wir über die beiden? Die Fragen sind die gleichen, die sich die beiden Hinterbliebenen auch stellen. Für die ist das eine Katastrophe. Ja, ja, aber für uns ist es einfach Arbeit. Also, wann haben die sich getroffen? Wo haben sie sich getroffen? Hat einer von beiden irgendwelche Hinweise hinterlassen? Gab es einen Streit? Wie lange kannten die sich überhaupt schon? Warum war der Anruf anonym? Ist da die Polizei? Hören Sie, kommen Sie schnell. Beim Stauwärter ist ein Wagen in die Isar gefahren. Sagen Sie uns Ihren Namen und noch genau wo. Kurz vor dem Stauwehr. Mein Name ist völlig uninteressant. Warum bleibt er anonym? Na, die Frage ist doch, hat die Anonymität irgendwas mit dem Tod von den beiden zu tun? Klingt wie aus einer Telefonzelle. Oh, kann auch Autotelefon sein. Ich werde jetzt mal den Wagen von Schwerin auseinandernehmen. Gut. Wenn ihr dabei das Geschoss finden würdet, wäre es noch besser. Ja, ja. Ja, Kress hier. Was? Wie bitte nochmal? Diesmal war es eine Frauenstimme, auch anonym. Wir sollen wegen der beiden Toten mal im Hotel Odeon nachfragen. Wo ist denn das jetzt wieder? Vielleicht habt ihr nicht richtig nachgeschaut. Vielleicht ist das Geschoss gar nicht ausgetreten. Ein fast aufgesetzter Kopfschuss, Kaliber 38? Das glaubst du doch wohl selber nicht. Hier ist das Projektil aufgeschlagen und dann quer zurück in den Wagen. Ja, ja, ist ja gut. Nee, 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 lassen Sie mal. Ich nehme was anderes. Das wollte ich Ihnen sowieso noch sagen. Beim letzten Mal haben die keine 5 Tage gehalten. Als ich auf dem Friedhof war, waren sie schon kaputt. Ich muss nämlich jede Mark 3-mal umdrehen. Ich kann es mir nicht erlauben, oft Blumen zu kaufen. Da muss ich mich wenigstens. Lass uns nach nebenan gehen. Dass ich ein Geschäft habe, wo ich auch frische Blumen bekomme. Natürlich. Ja, aber was kosten die denn da? Also, das ist ein ganzes Geschäft. Nein, 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 das ist mir zu viel. Vielleicht? Und die? Die nein. Lass uns irgendwo hinfahren, Jakob. Weit weg. Jetzt? Zusammen? Ich kann dir helfen. Ich muss sie beerdigen. Du hast das immer gewusst. Nein,
Würdest du jetzt bitte gehen? Ich möchte dich nie wieder sehen. Ich hatte kein Recht dazu, verstehst du? Hörst du auf mit deinen Ausreden? Geh jetzt! Würden Sie bitte den Laden schließen und gehen Sie nach Hause. Ich wollte noch. Es tut mir schrecklich leid. Ich habe es doch ganz freundlich gesagt. Bitte gehen Sie nach Hause. Entschuldigung. Es wurde aber auch Zeit. Wir haben das Geschoss gefunden. Es war natürlich im Wagen von Schwerin. Ich weiß gar nicht, was Sie hier suchen wollen. Wir finden eigentlich immer was. Fast immer. Lassen Sie uns bitte alleine. Ungern. Die beiden kamen jeden Mittwoch seit 3 Jahren. Manchmal auch sonntags. Ach, übrigens. Da hat eine Frau angerufen. Aber da waren die beiden schon weg. Moment mal. Das müssen Sie mir genauer erzählen. Mehr gibt es nicht. Ihr Name hat sie zwar nicht genannt, aber ihre Stimme kann mir bekannt sein. Können Sie mir das Gespräch aufschreiben? Ich habe hier noch mehr zu tun. Ist das Ihr Büro oder das von Ihrem Mann? Ich betrete den Raum nicht mehr. Wenn ich was brauche, schicke ich die Sekretärin. Ich ziehe auch aus hier. Ich gehe in ein Hotel. Hat er die Frau getötet? Wir sind nicht sicher, aber es sieht so aus. Nicht der Mensch sein, den ich 10 Jahre lang gekannt habe. Ich habe keinen Trost für Sie. Wer wird Ihren Mann beerdigen? Ich nicht. Fragen Sie seine Mutter. Gut, wo finde ich ihn? In Brasilien. Was soll denn diese blöde Fragerei? Dann werde ich ihn einfach nicht aufmachen. Ich werde auch kein Telefon mehr abheben. Ich möchte in Ruhe gelassen werden. Jetzt lass ihn doch mal. Ist doch sowieso klar. Keine Schmauchspuren bei ihm, Leo. Er hat sie nicht erschossen. Sie hat Selbstmord begangen. Es ist Linkshänder. Sie hat die Waffe aus dem Handschuhfach genommen und sich erschossen. Für die Frau von Thülmann Schwerin ändert sich dadurch nichts. Aber zweimal Selbstmord, Leo. Was bedeutet das für uns? Na, vor allem, was bedeutet das für ihn? Ich dachte, du wohnst im Hotel. Was suchst du hier? Ich denke, du kommst nicht mehr hierher. Was du hier suchst? Was ich immer suche, Geld.
Schlüssel. Der Wohnungsschlüssel. So, und jetzt sieh zu, dass du verschwindest. Vorläufig? Für immer. Das wird sich nicht einrichten lassen. Schwein! Okay, ich hab's gewusst. Die ganze Zeit, ja. Aber was ändert denn das für dich? Dein Mann hat dich betrogen. Ich habe schon so oft gedacht, dass ich dich umbringen könnte. Du hast ihn noch gar nicht geliebt. Du hast auch deinen Bruder nie geliebt. Du kannst überhaupt nicht lieben. Alles, was du bist zu Tode gekränkt. Sehe aber weit und breit keine Telefonzelle. Aber Leo, das ist doch überhaupt nicht unser Problem. Ja, vielleicht doch. Im Moment aber nicht, Leo. Außerdem ist da vorne eine Wirtschaft. Wir wollen doch nur begreifen, was sich da abgespielt hat. Ja, dann macht mal. Hier. Ja. Also gut. Warum lässt sie ihren Wagen vor dem Hotel stehen? Sie haben gestritten. Sie sind in seinem Wagen hierher gefahren. Das haben sie schon öfter getan, weil es ja hier ganz schön ist. Und hier kann man ja sich hier immer wieder vertragen. Aber diesmal nicht. Der Streit verschärft sich. Vielleicht wollte er sie verlassen. Leo, nach 3 Jahren will er die plötzlich verlassen. Sie schreien nur noch. Er hält den Wagen an. Sie holt den Revolver aus dem Handschuhfach und erschießt sich. Er nimmt sie in den Arm. Er ist voller Blut. Leo, wir können das nachweisen. Dann fährt er los, in Panik. Sie ist tot und er fährt da rein. Wollte er sie denn verlassen? Was? Ja, das und der anonyme Anrufer. Die fragen wir aber so schnell nicht los. Leo, wir haben doch sonst überhaupt keinen Zeugen. Eben. Deshalb kann sie auch ganz anders gewesen sein. Also soll ich sie nur sagen oder nicht? Ja gut, ich werde es ihm wörtlich sagen. Danke, Ende. Ich soll dir vorsichtig beibringen, dass du was übersehen hast. Ich habe was übersehen? Im Handschuhfach von Schwerins Wagen waren ein paar Papierschnitzel. Und das Wasser hat die Tinte mittlerweile völlig weggelöscht, aber sie haben es ins Labor gebracht. Mein Gott, müssen die Schiss vor dir haben. Das könnten Reste von einem Abschiedsbrief von dir gewesen sein. Hör doch auf, was für ein Abschied denn? Von dem Mann, der neben ihr saß? Von ihrem eigenen. Leo meint, du solltest dich mal schlau machen über die sonstigen Beziehungen der beiden Toten. Sagt er? Ja. Deinen Namen kenne ich schon, Belinda Ludwig. Wieso kennst du die? Der Rezeptionist vom Odeon hat sich gemeldet. Da hat sie wohl ein paar Mal angerufen unter ihrem Namen. Und Frau Schwerin hat einen Bruder. Weiß ich auch schon. Mach mich fertig mit seinem Abschiedsbrief. Wo willst du hin? Mich um den scheiß Abschiedsbrief kümmern. Ja, wenn es einer ist. Das ist ja furchtbar, was Sie mir da sagen. Das macht es ja noch schlimmer für mich. Sie hat sich selbst erschossen? Zweifellos. Mein Gott, wie muss sie ihn geliebt haben? Wollte er sich von ihr trennen? Das wissen wir nicht. Was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt mit den 10 Jahren meiner Ehe? Ja, aber Sie müssen auch was gespürt haben. Nichts. Nichts, absolut nichts. Ich habe sie geliebt. Ich habe die Klingel abgestellt. Wir haben zusammen geschlafen. Bis zuletzt. Sie war herzlich, sie war zärtlich. Bis zuletzt. Entschuldigung. Was willst du denn? Ich akzeptiere das so nicht. So nicht, Jakob. Oh, wie würdest du es dann akzeptieren? Dann müssen wir das jetzt hier besprechen. Es gibt 2 Möglichkeiten, wie wir unser Leben ändern können. Die eine ist, du bringst mich um eine sehr gute Lösung. Und was ist die andere? Du hast unsere Freundschaft ein für alle Mal zerstört. Das geh lieber. Was wollen Sie von mir? Kann das sein, dass Sie uns anonym angerufen haben wegen dem Hotel? Ja. Woher wussten Sie von dem Vorfall?
Ich muss da an der Isar vorbei. Es liegt auf meinem täglichen Weg. Ich habe die Feuerwehr gesehen und dann das Auto. Ja, dann hätten wir Sie gerne mal gesprochen. Bitte sehr. Ist das einer von Ihren Leuten? Ja. Also bitte. Ich möchte mir doch noch das Zimmer von Ihrer Frau ansehen. Wozu soll das gut sein? Herr Ballmann, ich kann Ihnen nicht alles beantworten. Es war doch ein Selbstmord. Was interessiert es Sie dann noch? Sehen Sie, wir untersuchen jeden gewaltsamen Tod. Und ein Doppelselbstmord ist eine Katastrophe, deren Motivation wir klären müssen. Also? Frau Ludwig, wir versuchen uns vorzustellen, warum Sie uns anonym angerufen haben. Ist das nicht klar? Wir haben gefragt, warum anonym? Meine Freundschaft zu Petra und zu Jakob Ballmann ließ nichts anderes zu. Ich konnte doch nicht zugeben, dass ich jahrelang alles gewusst habe. Und jetzt, Frau Ludwig? Lasst euch nicht stören. Herr Hauptkommissar Kress, Frau Ludwig. Ich weiß. Ja, und jetzt? Jetzt möchte mich Jakob Ballmann am liebsten umbringen. Das sollten Sie ernst nehmen. Er projiziert nämlich den Tod seiner Frau auf Sie, weil Sie ihm nichts von dem Verhältnis gesagt haben. Ja, aber dann müsste er viele umbringen. Alle haben den Mund gehalten. Ja, ja. Aber niemand war mit ihm so befreundet. Aber was hätte ich denn tun sollen? Ich hätte mich so oder so schuldig gemacht. Aber Frau Ballmann wäre vielleicht noch im Leben. Und Herr Schwerin auch. Hat Frau Ballmann mit Ihnen über Ihre Beziehung zu Tillmann Schwerin gesprochen? Wenig. Sie wollte nicht darüber reden. Ich glaube, sie hat sich geschämt. Haben Sie eine Ahnung, warum sie sich getötet hat? Was hat sie? Wie wir jetzt festgestellt haben, hat sie sich selbst getötet. Mit der Waffe von Schwerin. Er wollte sich von ihr trennen. Hat sie Ihnen erzählt, warum? Kennen Sie jemanden aus dem engeren Kreis, der von der Beziehung der beiden wusste? Ja, der Bruder von Frau Schwerin. Ob das unser Mann ist, die anonyme Stimme vom Anfang? Er hat sie öfter beobachtet, hat Petra mir erzählt. Beobachtet hat er sie? Ich kann nicht mehr, ich möchte jetzt gehen. Darf ich? Ja? Ja? Milch habe ich keine gefunden. Ja, Meinhold, ja. Was habe ich denn mit der Polizei zu tun? Nein, habe ich keine Zeit. Also bitte, wenn Ihnen das was gibt, gut, am Nachmittag um 5. Ja, 5 Uhr. Wo? Mordkommission 2. Wieso Mordkommission? Das ist eben so. Also, bis nachher. Das ist er. Das ist die Stimme. Leg mich wieder auf, bitte! Ich will nicht wissen, wo du bist und was du machst. Ich will noch nicht reden. Ich war bei der Polizei. Ja, und? Jakob, ich war bei der Polizei. Du warst bei der Polizei, ja, gut. Jakob!
Kinder? Jakob! Der Bruder von Elke Schwerin hat ihren Mann Tillmann Schwerin erpresst. Jakob! Hat er deswegen Petra verlassen wollen? Ja. Und deswegen hat sie sich erschossen. Ich werde noch wahnsinnig. Ich hab's nicht der Polizei gesagt. Warum nicht? Ich hab schon genug angerichtet. Hör auf! Jakob! Vielleicht stimmt's ja auch nicht! Ich dachte, du willst mich nicht mehr sehen. Will ich auch nicht. Keine Angst, ich biete dir keinen Platz an. Was ist denn das? Das sind meine Gewinne. Du machst Gewinne? Ja, und ob? Ich gehe als Drücker nach Mallorca Apartments verhökern. Und wovon willst du leben? Mir ist noch immer was eingefallen. Was bist du bloß für ein Mensch? Vielleicht sind unsere Eltern zu früh gestorben. Was hast du gewusst über die Beziehung zwischen Tillmann und der Frau? Nicht viel. Lüg nicht! Ich habe sie einmal gesehen. Vor anderthalb Jahren in seinem Wagen in der Stadt zusammen. Dann bin ich ihnen eine Zeit lang nachgefahren. Vor anderthalb Jahren. Das war's. Warum bist du nicht zu mir gekommen? Hättest du mir Geld gegeben dafür? Bestimmt, ne? Ja? Stimmt's. Jedenfalls nicht so viel. Thank you.
Sie können doch nicht von mir erwarten, dass ich hier über die Beziehungen der Familie Schwerin plaudere. Es geht ja gar nicht um die Beziehung der Familie Schwerin. Es geht um zwei Selbstmorde, deren Motiv wir erklären müssen. Und deswegen erwarten wir das. Bitte behalten Sie doch Platz. Lassen Sie uns mal einen Moment allein, ja? So, bitte. Wir wollten Ihnen sagen, dass der Leichnam Ihres Mannes freigegeben ist. Gut, ich werde mich verhalten, wie man es von mir erwartet. Alle werden mir die Hand geben und alle werden lügen. Sind Sie deswegen gekommen? Nein, nein, wir sind hier wegen Ihres Bruders. Wegen meines Bruders? Was hat denn mein Bruder damit zu tun? Wir haben ihn aufs Präsidium bestellt. Beschreiben Sie uns doch bitte mal Ihre Beziehung zu Ihrem Bruder und die von Ihrem Mann zu ihm. Ich weiß nicht, wie kommen Sie denn auf meinen Bruder? Ist das seine Stimme? Ist das die Polizei? Herr Sittel, kommen Sie schnell beim Staubwerder. Da ist ein Wagen in Fieser gefahren. Sagen Sie uns Ihren Namen und noch genau wo. Kurz vor den Staubwehren. Mein Name ist völlig uninteressant. Herr Meinold, fangen wir gleich mal richtig an. Wo waren Sie am Mittwochnachmittag, so gegen 16 Uhr? Das ist so die übliche Frage. Ich habe die beiden nicht umgebracht. Also, warum fragen Sie? Wo Sie waren, wollen wir wissen. Zu Hause. Wo ist zu Hause? Da, wo Sie mich angerufen haben. Da, wo wir Sie angerufen haben? Ja, in der Pension. Sie haben mich angerufen, damit Sie einen Stimmenvergleich machen können. Aber... Oder nicht? Lasst euch nicht stören. Herr Meinold probiert gerade die harte Nummer. Ich bin Hauptkommissar Kress. Tag. Also, ich höre... Tja, ich bin den beiden öfter nachgefahren. Warum? Weil ich neugierig bin. Und am Mittwoch? Ja, sein Wagen stand da. Die beiden waren öfter an diesem Platz. Und ich stand mit meinem Wagen ungefähr 100 Meter weit weg. Und die beiden haben gestritten. Und plötzlich fiel ein Schuss. Und ein paar Sekunden später fuhr er los. Direkt ins Wasser. Ja, und dann? Und dann? Dann habe ich die Polizei angerufen. Und warum wollten Sie Ihren Namen nicht nennen? Ja. Ich lebe mehr oder weniger von meiner Schwester. Eher mehr, Herr Meinhold. Von den Tipps, die sie mir manchmal gibt, wenn für ihren Mann ein Fisch zu klein ist. Na, dann macht mal ein Protokoll. Wissen Sie, was wir uns vorstellen können? Nein. Dass Sie Herrn Schwerin erpresst haben. Wir werden uns alle Mühe geben, Ihnen das nachzuweisen. Ich kann Sie nicht dran hindern. Das haben Sie schon mal versucht, bei einem Klienten Ihrer Schwester. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass sowas bei uns verloren geht. Da müssen Sie ja richtig gut sein. Keine Angst. Besonders dann, wenn jemand zwei Menschen auf dem Gewissen hat. Ach, wer soll denn das sein? Heimann, ich rufe an wegen der Sache Schwerin. Ja, genau, ja. Was? Ja, was soll ich machen? Wiederhören. Die haben die Papierschnipsel aus dem Wagen noch immer nicht untersucht. Wissen nicht. Irgendwas läuft schief. Dann sind Sie nicht der Besitzer der Pension? Nee. Sehe ich so aus? Nee, die sind verreist. Für länger irgendwo. Die kommen auch nicht so bald wieder. Aber Sie müssen doch mitkriegen, wenn sich hier einer seinen Schlüssel holt.
Ich bin viel da hinten. Wir sehen das nicht so eng hier. Schließlich habe ich auch noch einen Beruf. Und der wäre? Import-Export. Ich meine, ich fange gerade erst an. Naja, das wollen wir jetzt nicht näher untersuchen. Ist ja auch nicht Ihr Fach. Was war nach den Schüssen? Ich habe keine gehört. Ich habe immer laute Musik an, wenn ich arbeite. Sehr laute. Wissen Sie, dass wir so nicht einen einzigen Zeugen haben? Nachts sind die sowieso alle auf Achse hier. Kennen Sie diese Waffe? Augenblick mal, ja? Wieder zurückhängen. Was ist denn hier los? Gehen Sie bitte gleich auf Ihr Zimmer. Die Pistole kenne ich. Meinhold hat mir das Ding mal gezeigt. War ein schrecklicher Angeber. Ein richtiges Arschloch. Na ja, wenigstens etwas. Was? Dass er ein Arschloch war? Haben Sie Meinhold denn wenigstens gesehen? Hab ich schon erzählt. Der kam in die Bude und sagte, wo ist mein Schlüssel? Na, den werden Sie stecken gelassen haben, sag ich. Und, hatte er? Nee, glaube ich nicht. Sagte er. Er hat gesagt, nee, glaube ich nicht. Tja, irgendwie hat er ja recht gehabt. Sie haben ein Gemüt wie ein Steinbruch. Auch ein Arschloch. Sind Sie denn überhaupt noch hier? Ich dachte, Sie brauchen vielleicht noch was. Gehen Sie doch endlich. Gute Nacht. Die beiden Herren wollten unbedingt. Ich gehe dann jetzt. Ja, Entschuldigung. Ja. Frau Schwerin, ich habe leider eine schreckliche Nachricht für Sie. Was kann denn noch schrecklicher sein? Ihr Bruder ist tot. Es tut uns leid. Er ist erschossen worden. Die Karriere, die mein Bruder begonnen hat, musste so enden. Genauso. Er hat meinen Mann erpresst. Ich hab's gesehen, hier. An den Auszügen aus dem Privatkonto meines Mannes. Jetzt denken Sie sicher, dass ich meinen Bruder umgebracht habe. Wir denken uns noch gar nichts. Wir wollten Ihnen das nur mitteilen. Das haben Sie ja jetzt. Danke. Im Hinterhof im Haus gegenüber haben Leute die drei Schüsse gehört. Aber es hat sich keiner dabei was gedacht. Die haben nicht mal aus dem Fenster geguckt.
Es wird immer schlimmer mit der Gleichgültigkeit der Leute. Riedmann? Der braucht noch. Natürlich stellt sich jeder von uns irgendwas vor. Sag doch mal was. Leo, bei der Biografie von Meinhold bieten sich die beiden an. Jakob Ballmann und Elke Schwerin. Meinhold hat Tillmann Schwerin erpresst. Ja, ja, und jedes Mal ein bisschen mehr. Woher wusste der Mörder, wo Meinhold seine Waffe aufbewahrt hat? Muss er gar nicht gewusst haben. Wenn er Zeit gehabt hat, hat er was ganz anderes gesucht. Was zum Beispiel? Unterlagen von der Erpressung. Bist du hier reingekommen? Ich hab doch noch den Schlüssel. Und jetzt? Ich war in der Pension. Wo? Du weißt schon. Meinhold ist erschossen worden. Das ist gut. Wer war's? Seine Schwester? Oder du? Oder du? Um wieder was gut zu machen? Um was wieder gut zu machen? Jede Menge Fingerabdrücke. Außerdem hat das Labor heute Nacht festgestellt, dass die verwaschenen Schnipsel aus Schwerings Wagen von Meinhold sind. Stand was drauf? Was sind schon 100.000 Mark für dich, stand drauf. Wir hätten das früher gebraucht. Was soll denn das heißen, wir hätten das früher gebraucht? Ich habe keine Ahnung, wie wir vorgehen sollen. Ich bräuchte Fingerabdrücke von Ballmann und von Frau Schwerin. Wie denn? Wir haben nichts in der Hand gegen die beiden. Sie wollten mich sprechen. Ja, danke. Kommen Sie, Herr Ballmann, nehmen Sie Platz. Kennen Sie diese Waffe? Das ist die Pistole, mit der Jost Meinhold letzte Nacht in der Pension erschossen worden ist. Was erwarten Sie von mir? Na, Ihre Antwort, Herr Ballmann. Nein. Setzen Sie sich. Sie können aber nicht leugnen, dass Sie wissen, wo Meinhold gewohnt hat. Leugne ich das? Frau Schwerin hat ausgesagt, dass Sie sie gestern mit Ihrem Wagen verfolgt haben. Das habe ich. Vom Büro zum Hotel, wo sie jetzt wohnt, und von dort zu der Pension, wo ihr Bruder gelebt hat. Ist das richtig? Ja. Und wenn Sie jetzt beschlossen haben, dass ich den Bruder von Frau Schwerin getötet habe, dann gebe ich das zu. Sie wissen, was Sie da sagen? Ich habe keine Kraft mehr für Widerstand. Herr Ballmann, ich habe gewusst, dass der Bruder von Frau Schwerin ihren Mann erpresst hat wegen der Beziehung zu meiner Frau. Das können Sie gar nicht gewusst haben. Warum nicht? Weil Sie von der Beziehung zu Ihrer Frau nichts wussten. Von der Erpressung habe ich erst gestern erfahren durch Frau Ludwig. Aber dadurch war mir klar, dass Schwerin meine Frau verlassen wollte, dass sie sich deswegen umgebracht hat. Und dass die Erpressung durch diesen Reinhold die Ursache dazu war. War das jetzt so etwas wie ein Geständnis? Sie
können mich jetzt festnehmen. Ich werde mich nicht wehren. Also, war das jetzt kein Geständnis? Es war eins, wenn Sie wollen. Sagen Sie uns, wo Sie gestern Nacht waren. Zu Hause? Allein? Warum sind Sie Frau Schwerin nachgefahren? Ein Verlorener hat die Nähe eines anderen Verlorenen gesucht, ganz einfach. Wisst ihr das nicht? Kommen Sie. Bringen Sie bitte Herrn Ballmann an. Vielleicht war es hier doch ein Geständnis. Warum lässt du ihn dann laufen? Der läuft nicht weg. Oh. Trauerfall unfähig weiterzuleben. Das sind wir beide. Nehmen Sie mich mit rein. Sie lassen alles kaputt gehen hier drin. Ich brauch's nicht mehr. Ich werde weggehen von hier. Das werde ich auch tun. Nur einen von uns beiden wird die Polizei nicht gehen lassen. Ja. War mir scheißegal. Mir nicht. Ich habe ihn gehasst. Wir beide hatten Grund, ihn zu töten. Haben Sie Ihren Mann geliebt? Ja. Mein Bruder sagt nein. Aber ich habe ihn geliebt. Haben Sie Ihre Frau geliebt? Was haben wir beide falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Warum sind Sie gekommen? Warum sind Sie mir gestern nachgefahren? Ich habe Trost gesucht. Ausgerechnet bei mir. Ja, gerade bei Ihnen. Ich habe mir gedacht, wenn wir beide uns gegenseitig... Gegenseitig. Das würde alles nur noch viel schlimmer machen. Ich habe meinen Bruder getötet. Sag's ihnen. Thank you.